Es war Nachmittag. 4 Uhr vielleicht. Aber draußen war es stockfinster. Aus dem Heulen des Windes war ein Tosen. Aus dem Rauschen der Wellen ein Brüllen geworden. Frieda stand am Fenster. Du nimmst mir heute keinen mehr. 3 sind genug. 3 sind genug. Frieda wusste genau, wie es war, als sie damals eine glückliche Seemannsfamilie waren. Ihr Mann hatte sich wie jedes Jahr eingeschifft auf dem Walfänger nach Neufundland. Und ihr ältester Sohn Momme, der hatte seine erste Heuer. Als Schiffsjunge bloß, ja. Aber das ist doch ein Anfang. Und in so einer Sturmflutnacht, so wie heute, da hatte sie mit ihren beiden jüngeren Söhnen, dem kleinen Nies und dem nicht mehr ganz so kleinen Uwe, auf dem Deich gestanden. Sie hatten die Schaumkronen auf den Wellen bewundert, die Blitze gezählt und versucht, in den rasenden Wolken Figuren und Gesichter zu erkennen. Du Mami, wenn ich mein Stürmann bin, dann macht mir so ein Bittensturm überhaupt nichts aus. Da fahre ich einfach durch, wie nix. Ne, Mami, ne? Ah, du Lückennies, du Sturm und Stürmann. Das mag wohl sein. Und was machst du, wenn die Piraten kommen? Wenn die Piraten kommen. Da nutzt dir Sturm und Steuermann überhaupt nichts. Mami, wenn ich mal auf ein Schiff gehe, dann gehe ich nur da drauf, wo die großen Kanonen sind. Und dann schieße ich die Piraten einfach ab. Abu, abu, abu. Frieda lachte. Sie mochte das, wenn ihre Söhne sich so ein bisschen stritten. Und sie foppte hier und neckte dort. Und den blassen Fremden, den bemerkte sie erst im allerletzten Moment. Er streckte ihr einen Brief hin. Frieda Randers? Jo? Ein Brief? Von der Reederei? Das konnte nichts Gutes bedeuten. Sie steckte ihn in ihre Schürzentasche und las ihn erst zu Hause, als die Kinder im Bett waren. Eine ganze Stunde brauchte sie, um die schweren Wörter zu entziffern. Und den Kindern, denen sagte sie es erst am anderen Morgen, dass der Walfänger in Neufundland gesunken, ihr Vater im eisigen Meer ertrunken war, nicht mehr nach Hause kommen würde. Doch merkwürdig, die Kinder schienen überhaupt nicht traurig. All ihre Freunde hatten einen Großvater, einen Onkel, einen Cousin, den Vater, den Bruder auf See verloren. Randers hatten bis jetzt immer Glück gehabt. Jetzt gehörten sie irgendwie dazu. Die Nachbarn kamen, zu trösten, zu helfen. Kummer? Momme kehrte zurück. Und als er sich wieder einschiffte, da nahm er Uwe mit. Zu zweit gingen sie an Bord. 2 Schiffsjungen. Und als sie zurückkamen, da erzählten sie dem Nies von Madagaskar, von armdicken Lianen, von bunten Früchten und von frechen Äffchen, die den Matrosen ihren Proviant klauten. Und da wurde nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in dem kleinen Seemannshäuschen gelacht. Danach trennten sich ihre Wege. Momme reiste nach China, Uwe nach Peru.
So, war so ein Sturmfluttag, so wie heute. Als der junge Seemann, der mit Momme gereist war, in das kleine Seemannshäuschen kam. Er stand in der Küche neben dem Herd und erzählte, wie hart die Arbeit war. Wie Momme krank geworden war und trotzdem hatte arbeiten müssen, weil jede Hand gebraucht wurde. Wie er schwächer und schwächer geworden war und eines Tages eine Welle ihn einfach vom Deck gespült hatte. Sie hatten an der Reling gestanden, hatten noch Rettungsringe, Seile geworfen. Aber die See war zu rau und Momme zu schwach. Und der junge Mann, der redete und redete und redete, bis Frieda ihn bei den Schultern packte und zur Tür hinausschob. Die Nachbarn kamen zu trösten. Kummer? Still wurde es im Seemannshäuschen. Dass Nies zur See fahren sollte, wer dachte da schon dran? Doch dann kam Uwe zurück. Und mit Uwe kamen Optimismus und Lebensfreude. Uwe zahlte die Schulden, die Frieda hatte machen müssen. Uwe reparierte das Dach. Er kaufte sogar einen Webstuhl, dass Frieda selbst Geld verdienen konnte. Und als er sich wieder einschiffte, da haut er dem kleinen Nies auf die Schulter und sagte, das nächste Mal nehme ich dich mit. Und das nächste Mal, das würde schon bald sein. Nur 6 Wochen sollte die Reise diesmal dauern. Doch aus den 6 Wochen wurden 8, 10, 3 Monate, 4. Und in einer Sturmflutnacht kam die Nachricht der Reederei. Uwes Schiff war von Piraten aufgebracht worden. Was mit der Mannschaft war, niemand wusste es. Waren sie ertrunken, waren sie ermordet, waren sie selbst Piraten geworden. Uwe galt offiziell als verschollen. 3 Jahre war das jetzt her. 4:15. Draußen, stockfinster. Im Heulen des Windes war ein Tosen, aus dem Rauschen der Wellen ein Brüllen geworden. Frieda stand am Fenster. Du nimmst mir heute keinen mehr. Doch was war das? Die Nachbarn, sie liefen aus ihren Häusern, sie liefen zum Strand. Anoraks, Pelerinen, Tücher, schnell übergeworfen, da musste was passiert sein. Frieda nahm ihr Tuch, rannte hinterher. Das halbe Dorf stand schon auf der Brücke, schaute hinaus. Und es war deutlich zu sehen. Auf der Sandbank, da war ein Dreimaster aufgelaufen. Von hier sah es aus, als würde er sanft gewiegt. Aber alle, die da standen, die wussten um die Kraft von Wind und Wellen und die wussten, ein paar Minuten, eine halbe Stunde vielleicht würde es noch dauern und der Dreimaster würde zerbrechen und auf den Grund gezogen werden. Frieda sah ihren Sohn, Nies. Er stand dort ganz am Ufer, zusammen mit seinen Freunden, hielt ein Fernrohr ans Auge gepresst, schaute hinaus, hinüber. Und als sie näher trat, hörte sie ihn sagen, da hängt noch einer im Mast, den müssen wir holen. Und er drehte sich um, rannte auf die Boote zu. Frieda überlegte keinen Moment, rannte hinterher, fasste ihn am Arm. Seit wann war der eigentlich größer als sie? Und wieso sah der seinem Vater so ähnlich? Mit den störrischen Haaren und den blitzenden Augen. Und seit wann hat er diesen Flaum auf der Wange, wie Momme bei seiner ersten Seereise? Junge, nein, bitte, du nicht!
Seine Mutter. Seine Mutter, die selbst gegangen wäre, wenn sie ein Mann wäre, die wollte ihn hindern. Das kann doch nicht sein. Und der dort, der hat wohl auch eine Mutter. Und schon rannte Nies davon, sprang ins Boot zusammen mit 6 Freunden. Das Boot wurde losgemacht. Sie ruderten. Und es dauerte nicht lange. Da war vom Boot nichts mehr zu sehen in den hohen Wellen. Und Frieda sagte dort zusammen, wo sie stand. Und zum ersten Mal nach so vielen Jahren weinte sie. Sie weinte um ihren Mann. Sie weinte um Momme. Sie weinte um Uwe. Sie weinte um den Fremden da draußen auf dem Schiff. Sie weinte, weil diese Nacht ja auch das letzte Liebste nehmen würde, was sie hatte. Die Dorfbewohner scharten sich um sie, legten die Arme um sie. Jemand fing an zu beten. Sie schauten hinaus. Es war, als würden sich die Wolken bis aufs Wasser legen oder das Wasser bis zu den Wolken steigen. Blitze schossen hinunter. Kaum mehr konnte man die Sandbank erkennen. Sie starrten hinaus und sie beteten. Und dann gab es diesen Moment, wo es war, als würde das Wetter den Atem anhalten. Als sei es ein Moment ganz still. Und in diesem Moment hörte man das Krachen und das Bersten. Und als die See den Blick auf die Sandbank wieder freigab, war sie leer. Frieda rannte nach vorne, wollte sich ins Wasser stürzen. 2 Männer konnten sie gerade noch auffangen, halten. Und dann starrten sie hinaus. Starrten in die Wellen, starrten in die Blitze, starrten in die Wolken. Warteten. Beteten. Da! Der alte Enno hatte das Fernrohr ans Auge gepresst, hatte die ganze Zeit hinausgestarrt. Da! Was hatte er gesehen? Da kam das Boot zurück. Und es saßen Männer drin. Und das Boot trieb nicht einfach. Das Boot kam auf die Brücke zu. Und, hey, still, still, da ruft einer, da ruft einer. Und dann hörten sie es, ganz deutlich, Nies Stimme. Sagt Mutter, es ist Uwe. Krachen und Heulen und berstende Nacht. Dunkel und Flammen in rasender Jagd, ein Schrei in der Brandung. Und brennt der Himmel, dann sieht man's gut. Ein Wrack auf der Sandbank, noch wiegt es die Flut, gleich holt sich's der Abgrund. Nies Randers lugt. Und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast, wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter, du steigst mir nicht ein, dich will ich behalten, du bliebst mir allein, ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter und Momme mein Sohn, 3 Jahre verschollen ist Uwe schon, mein Uwe, mein Uwe. Nies tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist zum Wrack
und spricht Gemach und seine Mutter. Nun springt er ins Boot und mit ihm noch 6. Hohes, hartes Friesengewächs. Schon sausen die Ruder. Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Jetzt muss es zerschmettern. Nein, es blieb ganz. Wie lange, wie lange? Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer die menschenfressenden Rosse daher. Sie schnauben und schäumen. Wie eilige Hast sie zusammenzwingt. Eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. 3 Wetter zusammen. Nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das landwärts hält? Sie sind es. Sie kommen! Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt. Still. Ruft da nicht einer? Er schreit's durch die Hand. Sagt Mutter, es ist Uwe!